So, jetzt kommen wir zum ersten der drei großen weiteren Unterkapitel, nämlich Amor. Danach kommt noch Ich und lyrisches Ich. Dann beginnen wir noch mit dem Kapitel Amor. Warum ist die Liebe eigentlich so wichtig in der Literatur? Ist das jetzt irgendwie deswegen die Verächter der Literatur und der Lyrik sagen ja, mei, da geht es halt immer nur um Liebe, das ist ja nun wirklich nicht so wichtig im Leben. Doch, die Liebe ist deswegen das wichtigste Thema der neuzeitlich modernen Literatur, weil sich durch sie am eindringlichsten die Konstitution und die Problematik neuzeitlich moderner Subjektivität darstellen lassen. In der Liebe werden alle Seelenvermögen, wie wir sie hier noch einmal sehen, zugleich aktiviert und dialektisch miteinander vermittelt. Und deshalb bietet die Liebeslyrik, in der ein Ich darüber nachsinnt, was ihm in der Liebe widerfährt, seit Petrarca das energetische Zentrum der Literatur selbst. In der Liebe wird Ragione spielt mit Mente, Pensare spielt mit Anima Cor, Anima Alma Cor, Voglia Volere natürlich auch. Das alles wird zugleich im Liebesgeschehen in Gang gesetzt sozusagen und am intensivsten erfahrbar gemacht. Amor verhält sich in gewisser Weise exzentrisch, wie wir hier ja auch sehen, zum dreipoligen System der Seelenvermögen. Amor aktiviert einerseits die gesamte Bandbreite der Seelenvermögen zwischen Triebhaftigkeit, Emotionalität und Rationalität. Andererseits gehört Amor nicht zu den primären Seelenvermögen des Einzelsubjekts wie Ragione, Mente und Volia, da Amor ein Phänomen der Intersubjektivität ist und nicht notwendig und jederzeit in jedem menschlichen Subjekt aktualisiert oder aktualisierbar ist. Manchmal liebt man eben nicht, jedenfalls nicht im Sinne der Liebe, die in der Lyrik thematisiert wird. Dieses nicht notwendig aktualisierbar und dass also das Amor da jetzt nicht im einzelnen Ich zu lokalisieren ist, sondern nur im dialektischen Austausch zwischen zwei oder mehreren Ichen, das hat der Amor zu gemeinsam mit dem gesamten Bereich der Emotionalität, deren prima causa nach Thomas von Aquin Amor ja ist. Bei Thomas von Aquin und Dante ist Amor allerdings nicht nur intersubjektive Triebkraft, sondern zugleich oberstes, transzendentes und auch weltimmanentes, energetisches Prinzip. Das oberste Prinzip, Liebe, Gottes Liebe. Demgegenüber ist Amor in Petrarcas Lyrik aus seinen kosmischen Zusammenhängen herausgelöst und zum Bewegungsprinzip der Intersubjektivität säkularisiert. Ist nicht mehr zurückgebunden an Amor Dei. Amor als ehemalige Allegorie wird bei Petrarca verinnerlicht und psychologisiert. Ich hatte Ihnen von dieser Zwischenstellung Amors und überhaupt der gesamten Emotionalität gesprochen, die jetzt nicht zu den ursprünglichen Gemüts- oder Seelenvermögen gehören, wie Ratio, Mente, Anima, Volia, das habe ich alles ständig. Und Volia ist ja nicht nur sexuelles Begehren, sondern alle Arten von Antriebs, das ist praktisch das Antriebszentrum des Körpers und des Organismus. Wohingegen Amor und die gesamte Emotionalität nicht ständig da ist, sozusagen, sondern nur im Austausch mit anderen Menschen aktualisiert wird. Ich bin wütend auf jemanden, aber ich bin nicht immer wütend und ich habe nicht denn die Wut, es gehört jetzt nicht zu den einzelnen Seelenvermögen, sondern wird gelegentlich hervorgerufen. Oder ich bin traurig, weil mich einer andere traurig gemacht hat. Oder ich bin glücklich oder sonst wie, was jetzt die Emotionalität betrifft. Das nur noch mal zu diesem, dass dies also Emotionalität und Amor als Inbegriff der Emotionalität nur im dialektischen Austausch zwischen Menschen aktualisiert wird.
So, da waren wir dann. Amor als ehemalige Allegorie wird bei Petrarca verinnerlicht und psychologisiert. Also nicht mehr Amor, der Bogenschütze, wie vorher in der Antike und dann noch in der mittelalterlichen Lyrik zum Teil, sondern wird zum Liebesgeschehen verinnerlicht und psychologisiert. Amor wie die Emotionalität im Allgemeinen, wie ich gerade gesagt habe, resultieren aus dem intersubjektiven Austauschprozess und aktivieren das Zusammenspiel der primären Seelenvermögen. Man kann den Amor-Begriff bei Petrarca auch schon als Inbegriff der Selbstbewusstseinsdialektik im Hegelschen Sinne verstehen. Subjektivität konstituiert sich allererst im intersubjektiven Austausch nach der Hegelschen Formel aus der Phänomenologie des Geistes. Das Selbstbewusstsein ist an und für sich in dem und dadurch, dass es für ein anderes an und für sich ist. Das heißt, es ist nur als ein Anerkanntes. Ich kann mich nicht erkennen, ohne das einzubeziehen, was die anderen über mich denken. Und die Anerkennung kann dann natürlich positiv sein, die kann aber auch verweigert werden. Dann ist es ein trauriges Selbstbewusstsein. Unglückliches Bewusstsein. Gelingende Intersubjektivität vollzieht sich am intensivsten im Liebesgeschehen. Und Hegel bringt dies auf die Kurzformel im nächsten Zitat: Sie anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennend. Petrarca inszeniert die Dialektik der Intersubjektivität auf lyrischem Wege schon in seinen Augenkanzonen Nummer 71 bis 73. In der ersten der drei Kanzonen beklagt sich das lyrische Ich darüber, dass Laura ihm so selten einen Blick schenkt. Und versucht sie davon zu überzeugen, welch großen Gewinn ein Blicktausch auch für sie, Laura, darstellen würde. Zitat: Luci beate liete, se non quel vedervo stesse vetolto, ma quante volte a me vi rivolgete, conoscete in altrui quel che voi siete. Augenlichter selig und heiter, allerdings ist euch verwehrt, euch selbst zu sehen, aber wann immer ihr euch mir zuwendet, erkennt ihr im anderen, wer ihr seid. Das Du oder auch hier das Ihr in der Mehrzahl, wie er sie anspricht, die Geliebte oft, das Du findet erst im anerkennenden Blick des Ichs überhaupt zu sich selbst. Hier handelt es sich nicht um einen einseitigen narzisstischen Spiegelungseffekt im Auge des anderen, sondern um einen dynamischen, wechselseitigen Vermittlungsprozess, in dem keiner der Beteiligten bleibt, wer er war. In gewisser Weise nehmen die Augenkanzonen auch Jean-Paul Sartres Kapitel über den Blick, Le Regard, in Das Sein und das Nicht, den Lettre et le Néant, seinem wichtigsten philosophischen Werk von 1943 vorweg. Wenngleich Sartre wie Hegel stärker auf misslingenden Anerkennungsbewegungen und asymmetrisch konfliktuellen vermachteten intersubjektiven Verhältnissen insistieren. Während die Augenkanzonen bei Petrarca einen relativen Ruhepunkt mit zum Teil sogar euphorischer Hochstimmung im Canzoniere ausmachen. In der zweiten dieser Kanzonen beschreibt das lyrische Ich die beseligende Wirkung eines Blicktausches und findet zugleich eine paradoxale Metapher für die darin stattfindende Dialektik des Selbstverlustes und des Selbstgewinns im Anderen. Zitat: Una rivolta d'occhiant, ogni mio riposo vien come ogni arbor vien da sue radici. Dello mio cuore, quando tanta dolcezza in lui discende, ogni altra cosa, ogni pensier va fuori, e solo ivi con voi rimanse amore. Ein Augenblick, aus welchem all meine Ruhe erwächst, wie jeder Baum aus seinen Wurzeln. Wenn in mein Herz solche Seligkeit sich senkt, verschwindet alles andere, jeder Gedanke aus ihm und Amor allein bleibt dort mit euch Augen. Das Zitat signalisiert die Verinnerlichung und Individualisierung der ehemaligen Amor-Allegorie. Der Blicktausch mit Laura löscht vorübergehend alle Inhalte, ja, die Reflexivität des lyrischen Ich selbst
wird ausgelöscht, Vers 44. Der Blicktausch macht aus seinem Innersten Selbst eine Tabula rasa, beraubt sein innerstes Selbst seiner fixen Identität und öffnet es für neue Selbstversuche, wie das dann später in den Essay von Montaigne gemacht wird. Die Essays sind ja auch Versuche, Selbstversuche. In Lauras Blick glaubt das Ich, seine Wurzeln, seine Ursprünge zu finden, Vers 36, was natürlich eine paradoxe Denkfigur ist, die sich nur so auflösen lässt, dass Petrarca schon den Verlust der Ursprünge, das Ende der Substanzenmetaphysik und die Prozessualisierung des menschlichen Subjekts vorausdenkt, den Charakter wechselseitiger Projektion und Konstruktion. Es gibt also nicht eine Substanz von mir, meinem Ich, die dann am Ende des Lebens ein für alle Mal festgelegt ist und dann ins Paradies kommt oder in die Hölle, sondern mein Ich ist ein ständiger, ein dynamischer, offener Prozess im Austausch mit den anderen. Da gibt es keinen Anfang und kein Ende. Es gibt natürlich ein Ende, wenn ich tot bin, aber dann verschwindet das Ich ins Nichts. Und das Ich ist wechselseitige Projektion und Konstruktion. Das Ich entsteht aus wechselseitiger Projektion und Konstruktion. Schon bei Petrarca. Und wenn ich hier das mit Hegel und sonst was Sartre verglichen habe, dann man wirft mir immer vor, dass ich eine hegelianische Lektüre von Petrarca vornehme. Das ist gar nicht der Fall, sondern ich zeige, dass Denkfiguren von Hegel und Sartre bei Petrarca vorformuliert sind. So, jetzt hatten wir also die Phase des Sich-Öffnens und Verlierens im Anderen. Und auf diese Phase folgt dann wieder die reflexive Rückwendung auf sich selbst, die den dialektischen Dreischritt von Selbstzentriertheit, Dezentrierung, sich öffnen für den anderen und dadurch ein anderer werden und erneuter Rezentrierung vorläufig abschließt. Im nächsten Zitat: Però lasso convenzi che l'extremo del riso assalga il pianto. E interrompendo quegli spiriti accensi, a me ritorni, e di me stesso pensi. Aber ach, es muss die größte Freude durch Jammer vertrieben werden. Die heißen Blicke werden unterbrochen und ich muss zu mir zurückkehren und über mich selbst nachsinnen. Die emotionale Wertigkeit der verschiedenen Stadien in der Dialektik des Selbstbewusstseins ist klar verteilt. Der Augenblick der Dezentrierung im oder in der anderen wird als lustvoller Selbstverlust erlebt. Die Rückwendung auf sich selbst, das se stesso pensare im Vers 90, ist belastend und jammervoll. Petrarca denkt und dichtet damit schon die Dialektik der Aufklärung voraus, den ebenso unumkehrbaren wie ambivalenten Prozess der Individualisierung und Logozentrierung in der europäischen Moderne, die immer stärkere auf sich selbst Fixiertheit und Selbstreflexivität, ist kein Vergnügen. Die Augenkanzonen können als Leerkanzonen über die Dialektik des Blicks zweier Selbstbewusstseinswesen gelesen werden, also als moderne, nicht mehr allegorische Liebestheorie. Nicht mehr stilnovistisch im Sinne Cavalcantis und Dantes. Hier in diesen Augenkanzonen 71 bis 73, wie im ganzen Canzoniere, ist die Allegorie des Bogenschützen Amor, der mit seinen Pfeilen als fremder, überpersönlicher Mittler zwischen zwei Menschen tritt und ihnen die persönliche Verantwortung für das Amor-Geschehen abnimmt, diese Allegorie ist bei Petrarca nur noch Zitat, das umfunktioniert wird zur Metapher des wechselseitigen Individuierungsprozesses selbst. So wie in den Augenkanzonen blickt Laura dem Ich noch öfter unvermittelt direkt in die Augen. Nächstes Zitat: Il colpo dei vostri occhi, donna, sentisti alle mie parti interne dritto passare. Den Schuss eurer Augen, Herrin, fühltet ihr direkt in mein Innerstes eindringen.
Der mythische Bogenschütze Amor ist überflüssig geworden. Laura ist Pfeil und Ziel zugleich. Sie fühlt ihren Blick im Innersten des lyrischen Ichs selbst. Die Provokation und Erschütterung, die damals mit einem solch offenen Blicktausch zwischen nicht miteinander Verwandten und wenig miteinander bekannten Männern und Frauen verbunden waren, diese Provokation und Erschütterung können heute in unserer westlichen Zivilisation kaum noch nachvollzogen werden. Ja, Laura lächelt sogar, spricht zärtliche Worte, deutsche Parlei, deutsche Rede. Es ist nicht ganz klar, ob zu ihm, aber er suggeriert zumindest, dass sie zärtlich spricht und zärtlich lacht, ihn anlacht. Gelegentlich muss das Ich den Eindruck gewinnen, Laura sei genauso verliebt wie er selbst. An einer Stelle heißt es in 88, Elei vidio ferita in mezzalcore. Und sie sah ich tief, verwundet tief im Herzen. Dieser Eindruck kann natürlich täuschen. Das kann Wunschdenken entspringen. Was wir im Canzoniere über Laura erfahren, wissen wir, das ist banal, nur vom lyrischen Ich. Laura erscheint uns nur in ihrem Sein für das lyrische Ich. Das lyrische Ich reflektiert durchaus auch schon den Projektionscharakter seines lyrischen Dus. Es weiß, dass der oder die andere in der Selbstbewusstseinsdialektik keine Substanz, sondern Konstrukt, Prozess und Projektion ist. Gegen Ende des Canzoniere, nach Lauras Tod, häufen sich die Hinweise darauf, dass andere Menschen Laura keineswegs so vergöttert haben wie das lyrische Ich und sie auch nicht für die schönste und edelste Frau aller Zeiten gehalten haben. Das ist ja das Prinzip der Liebe, dass der eine das so findet und die andere sagt, ja okay, die ist ganz nett, aber so toll wie der das jetzt hier darstellt, ist sie auch wieder nicht. Die Selbstberufung des Ichs zum lyrischen Ich hat auch das Ziel, sein Bild Lauras bei den Menschen durchzusetzen. An einer Stelle hier heißt es, non la conobbe il mondo mentre lebe. Nicht kannte sie die Welt, als sie noch lebte. Auch schon vorher in den Gedichten In Vita, die Madonna Laura, also als sie noch lebt, finden sich entsprechende Belegstellen. Pensando nel bel viso più che umano, ove fra il bianco e l'aureo colore, sempre si mostra quel che mai non vide, occhio mortal, ch'io creda altro che il mio, ed il caldo desio che quando sospirando ella sorride, m'infiamma sì che oblio niente apprezza, ma diventa eterno. Aureo colore. Ich denke, das überirdisch schöne Gesicht, wo zwischen Weiß und Gold sich immer offenbart, was wohl noch nie ein anderes sterbliches Auge als das meine sah. Und ich denke an das heiße Begehren, das, wenn sie seufzt und lächelt, mich so entflammt, dass an Vergessen nicht zu denken ist, sondern an Ewigkeit. Die Verse 46 bis 51 könnten auf den ersten Blick auch substanzenmetaphysisch gedeutet werden. Nur dem lyrischen Ich offenbart sich das überirdische Wesen Lauras, das sich der profanen Welt nicht erschließt. Im Gesamtzusammenhang der Canzone 127, hier, in der das lyrische Ich die abwesende Laura in alle möglichen Naturerscheinungen projiziert, die Canzone 127 heißt die Visionen-Canzone. Und im Zusammenhang mit der zweiten Hälfte des Zitats hier, das den überirdischen Charakter Lauras vor allem aus ihrer erotisierenden Wirkung herleitet, weicht die substanzenmetaphysische Deutung dann aber einer konstruktivistischen. Kein anderes sterbliches Auge kann Laura in ihrer äußerlichen Erscheinung und in ihrem Charakter so sehen wie das lyrische Ich, weil jedes Individuum sich von jedem anderen Individuum sein eigenes Bild macht. Die eindringlichsten Metaphern für den Konstruktcharakter von Laura und dem Ich finden sich in Sonett 228, das nächste Zitat, wobei Konstruktcharakter, wechselseitige Projektion und so weiter, ist ja keineswegs mit Beliebigkeit gleichzusetzen. Man hat ja nicht den Eindruck, dass man dass das Bild, das man von anderen hat und dass man die von einem selbst hat, dass das völlig beliebig ist.
Aber es ist auch nicht ein für alle Mal feststehend, sondern wird erst konstruiert. Hier also eine sehr schöne metaphorische Reihe sozusagen. Amor, colaman destra, il lato manco, das, die linke Seite ma perse, e piantò entro in mezzo il cuore un lauro verde. Vomer di pena oder di penna? Con sospir del fianco, il piover giù dagli occhi un dolce umore, all'adornarono si cal ciel andò l'odore, qual non so già se d'altre frondi un quanto. Tal la pianta mi trovo al petto, ove chi sia, felice in carco, e con preghiere oneste l'adoro e inchino come cosa santa. Amor öffnete mir mit der rechten Hand die linke Seite, und pflanzte mitten in mein Herz einen grünen Lorbeerbaum. Ein Federpflug oder Schmerzenspflug und Seufzer und süßer Augenregen schmückten ihn so, den Lorbeerbaum, dass sein Duft bis zum Himmel drang, was wohl nie von anderem Laub bekannt. Und so trage ich ihn, den Lorbeerbaum, in meiner Brust, wo immer ich bin, Bürde des Glücks und mit ehrbaren Gebeten verneige ich mich vor ihm wie vor etwas Heiligem. Amor pflanzt dem Ich hier in den ersten drei Versen mitten in sein Herz einen Lorbeerbaum, dessen Erdreich, das Erdreich des Lorbeerbaums ist natürlich sein eigenes Herz, in das ja der Lorbeerbaum gepflanzt worden ist, dessen Lorbeerbaum pflügt das Ich dann unter Schmerzen und oder mit seiner Feder, je nachdem, ob man in Vers 5 Pena oder Penna liest. Beide Lesarten gibt es, das ist nicht klar. Das Ich begießt dann den Lorbeerbaum mit Seufzern und Tränen, Vers 5 und 6, sodass der Lorbeerbaum schließlich unvergleichlich schön wird und sein Duft in unerhörter Weise bis zum Himmel steigt, in Vers 7 und 8. Zuletzt, Vers 12 bis 14, verehrt ihn das Ich, den Lorbeerbaum, wie ein Heiligtum. Der Lorbeerbaum Lauro steht für Laura und die Dichtung über Laura. Laura wurde von Amor, das heißt einem realen weiblichen Anlass, ins Herz des lyrischen Ichs gepflanzt. Dort aber ist Laura immer mehr zum Geschöpf, zur Projektion des sehnsuchtsvollen Ichs und seiner Dichtung geworden. Laura ist zur einzigartigen Kreatur geworden, durch die der Akt ihrer Schöpfung sich neu schreibt. Nicht Gott erschuf sie vom Himmel aus für die Erde, sondern das irdische, lyrische Ich erschuf sie für die Erde und für den Himmel gleichermaßen, wie es in Vers 7 heißt. Und so betet das lyrische Ich am Ende des Zitats auch nicht mehr Gott, den Schöpfer, an, sondern sein eigenes Geschöpf, Laura. Und damit zuletzt sich selbst und sein Ding dichten. Das lyrische Ich legt den Konstruktcharakter seines lyrischen Dus und seiner selbst offen dar, und schafft damit ein Bild für die Dialektik des Selbstbewusstseins. Um diese Dialektik voll zu erfassen, bedarf es aber auch der Umkehrbewegung, in der das lyrische Ich sich selbst als Konstrukt seines eigenen lyrischen Dus sieht. Es bedarf also auch der Umkehrbewegung, in der das lyrische Ich sich selbst als Konstrukt seines eigenen lyrischen Dus sieht. Zitat: Onde s'alcun bel frutto nasce di me, da voi vien prima il seme. Io per me son quasi un terreno asciutto, colto da voi il pregio è vostro in tutto. Darum, wenn irgendeine schöne Frucht aus mir erwächst, muss es besser heißen, stammt ihr Same zunächst von euch, Lauras Augen sind gemeint. Für mich allein bin ich gleichsam Ödland, das von euch bebaut wird, und das Verdienst kommt allein euch zu. Diese Verse hier schließen, abgesehen von einem dreizeiligen Congedo, der kurzen Gleitstrophe von Kanzonen, also diese Verse hier schließen die erste der drei Augenkanzonen ab und bilden somit eine Art poetologischen Nachsatz zum eingangs dieses Unterkapitels beschriebenen dialektischen Dreisatz
von Selbstzentrierung, Dezentrierung und erneuter Rezentrierung. Nach seiner Rezentrierung sucht das Ich seinen Ausdruck und seine Selbstvergewisserung im Dichten, wodurch sich die Selbstbewusstseinsdialektik potenziert, weil auch die Abhängigkeit der Identität des Ichs vom Du noch deutlicher hervortritt. Wie im Zitat davor kommt auch hier der erste Impuls für die Vorgänge im Inneren des Ichs von außen, von Lauras Augen, die den Samen der schönen Frucht des Dichtens im Ich gesät haben. Anders ist als im Zitat davor, wird hier aber deutlich, dass ein erster Impuls von außen alleine nicht ausreicht, um sein Schöpfertum in Gang zu halten. Für sich allein versiegt seine Kreativität und erstarrt sein Selbst. Das Du hat kontinuierlich aktiven Anteil an den lyrischen Schöpfungen wie auch an der Selbstschöpfung des Ichs. Petrarcas Canzoniere inszeniert, wie wir sahen, erstens eine dialektische Subjektivitätstheorie, zweitens rückt durch die asymmetrische Sprechsituation zwischen Ich und Du der Konstruktcharakter der Selbstbewusstseinsdialektik in den Vordergrund. Liebe im Besonderen, wie intersubjektive Vermittlung im Allgemeinen, ist wechselseitige Konstruktion und Projektion. Eine solche dynamische Wechselkonstruktion der Subjekte ist andererseits stark störanfällig. Die asymmetrische Sprechsituation der Lyrik ist aber auch besonders prädestiniert dafür, Störungen in der Symmetrie der Selbstbewusstseinsdialektik darzustellen. Dies soll nun drittens und abschließend in diesem Unterkapitel noch gezeigt werden. Insgesamt gesehen interessiert sich Petrarca im Canzoniere, wie später auch Hegel oder Sartre, realistischerweise mehr für Formen des Scheiterns der Selbstbewusstseinsdialektik, für Vereinseitigungen, Verweigerungen, Machtspiele und weniger für die Utopie gelingender symmetrischer Anerkennungsbewegungen. Gelegentlich schildert das lyrische Ich Laura als durchaus kokett, provokant und launisch, im nächsten Zitat. Qui tutta umile, qui la vidi altera, or aspra, or piana, or dispietata, or pia, or vestirsi onestate, or leggiadria, or mansueta, or distensiosa, o efera. Qui cantò dolcemente, qui s'assise, qui si rivolse, qui rattenne il passo, qui coi belli occhi mi trafisse il cuore. Hier sei ich freundlich, sie hochmütig dort, bald herb, bald sanft, erbarmungslos und liebenswürdig, bald reserviert, bald reizend, bald zutraulich, bald abweisend und schroff. Hier sang sie lieblich, dort ließ sie sich nieder, hier drehte sie sich um, dort blieb sie stehen, hier durchbohrte sie mein Herz mit ihren Blicken. Wie hier scheint es dem lyrischen Ich öfter, als setze Laura ihre Blicke als Mittel zum Zweck der Herstellung einer asymmetrischen Beziehung ein, um ihn abhängig zu halten und mit ihm zu spielen. Tradue mi tiene, heißt es an anderer Stelle. Sie hält mich in der Schwebe. Ihr gesamtes Verhalten scheint kokett kalkuliert, genau wie ihre Frisur. Ihr langes goldblondes Haar trägt sie negletto ad arte, kunstvoll nachlässig, wie es in 270 heißt, womit Petrarca Castigliones Konzept der Sprezzatura in seinem Libro del Cortegiano, Buch vom Hofmann aus dem Jahr 1528 vorwegnimmt. Also sie trägt ihr Haar negletto ad arte, kunstvoll nachlässig. Das ist ja die Kunst, dass man nicht gekünstelte mit Lockenwicklern sein Haar irgendwie herrichtet, sondern dass das Haar am Schluss, dass man die größte Kunst, dass der Friseur oder man selbst die größte Kunst hineinlegt, dass es am Schluss so aussieht, als hätte man überhaupt keine Kunst hineingelegt, sondern es wäre alles ganz natürlich. Das ist also das spätere Konzept von Castigliones, Baldassare Castiglione, Libro del Cortegiano, das Konzept der Sprezzatura. Sprezzatura bedeutet so viel wie der höchst künstlich erzeugte Eindruck natürlicher Ungezwungenheit. Der höchst künstlich erzeugte Eindruck natürlicher Ungezwungenheit. Der höchst reflektierte Schein
unreflektierter Spontaneität. Cool würde man heute in der Jugendsprache sagen. Die, die cool sind, wollen das ja auch sein. Wenn man allerdings zu stark Coolness aufträgt, dann wirkt es natürlich schon wieder uncool. Lässig, scheinbar unmotiviert, aufreizend, wirft Laura ihr Haar von der linken auf die rechte Schulter. Vedendo folgorari nodi ondio son preso or sul omero destro e or sul manco. Und ich sehe die Locken, von denen ich gebannt bin, bald auf der rechten, bald auf der linken Schulter blitzen. Solch kokette Selbstinszenierung sucht im Blick des anderen nur noch statische Selbstbestätigung, Selbstbespiegelung. Es kommt zu keiner wechselseitigen Vermittlungsbewegung mehr. Petrarca stellt die narzisstische Grundierung des modernen Individuums auch explizit in den wiederholten Spiegelszenen dar, in denen das lyrische Ich Laura imaginiert oder darstellt. Non doveva specchio farvi per mio danno a voi stessa piacendo aspra e superba, certo, se vi rimembra di Narciso, questo e quel corso ad un termino vanno. Der Spiegel hätte euch nicht zu meinem Schaden so selbstgefällig herb und stolz machen sollen. Gewiss, wenn an Narziss ihr euch erinnert, werdet ihr das gleiche Ende nehmen wie er. Narziss weiß ich auch aus den Metamorphosen von Ovid, war in einer Quelle in sein eigenes Spiegelbild so verliebt, dass er sich nicht mehr davon lösen konnte und am Schluss in eine Narzisse verwandelt wurde, die an solchen Ufern wächst. Hier also in der Spiegelszene oder in den anderen Spiegelszenen projiziert das lyrische Ich seinen eigenen Narzissmus, dessen Ausdruck der Canzoniere insgesamt ja auch ist, auf das lyrische Du und gibt damit einer Grundfigur moderner Subjektivität dichterische Gestalt. Der moderne Individualist ist tendenziell Narzisst, der im anderen seinen Selbstverlust fürchtet und ersehnt. Kreist das narzisstische Bewusstsein nur noch in sich, so erstarrt es zum Spiegelbild seiner selbst. Liebe nach Petrarca ist das Spiel und der Kampf zweier selbstbewusster Subjekte um ihre Selbstbehauptung, um Anerkennung, Beeinflussung und Bemächtigung. Dann wollen wir noch einen Blick in das nächste Kapitel, Unterkapitel werfen, das überschrieben ist mit Ich. Wir hatten zuerst Amor und jetzt Ich. Wie Amor, das hatten wir schon gesehen und das sehen wir nochmal, befindet sich auch das Ich zugleich im Spiel der Seelenvermögen wie außerhalb ihrer. Beim Ich kommt allerdings noch eine Dimension hinzu. Als personales Ich oder eben einfach Io, dem dieses Kapitel hier gilt, steht das Ich einerseits exzentrisch zum System der Seelenvermögen, die es andererseits alle per Possessivpronomen auf sich beziehen und in sich konzentrieren kann. Als lyrisches Ich inszeniert und analysiert das Ich sich selbst gleichsam von außen und hat den höchsten Reflexivitätsgrad aller Bewusstseinsinstanzen. Das wird dann im nächsten Kapitel behandelt. Sie sehen hier also, das Ich ist auch exzentrisch, so wie Amor, aber eben nicht vermittelnd zwischen zwei Bewusstseinswesen, sondern das jeweils dann für sich Reflektierende, das aber keine in sich ruhende Substanz ist, wie wir gehört hatten. Das lyrische Ich findet in diesem Schema keinen Platz, weil dazu eine dritte Dimension eröffnet werden müsste. In der zweidimensionalen hier kann man das lyrische Ich nicht darstellen. Das nochmal eben auf das Ganze hier reflektiert. Am komplexesten verdichtet folgendes Beispiel die Funktionen und Positionen des personalen Ichs im Verhältnis zu den anderen Seelenvermögen im Canzoniere. Zitat. Innan si vide mai cervone damma, contai desio cercar fontene fiume, qual io il dolce costume di Laura. Onde ho già molto amaro, e più n'attendo, se ben me stesso e mia vaghezza intendo, che mi fa vaneggiar sol del pensiero, e gira in parte ove la strada manca,
e con la mente stanca, cosa seguir che mai giugner non spero? Nie sah man Hirsch oder Reh mit solcher Gier zu Quelle und Fluss streben wie mich zu laurer, süßer Anmut, woraus mir viel Bitternis erwuchs und noch erwachsen wird, wenn ich mich selbst und meine Sehnsucht recht verstehe, die mich allein schon beim Gedanken in Wahnvorstellungen, ist hier besser, in Wahnvorstellungen, Vaneggiare, und in unwegsames Gelände geraten lässt. Also meine Seele, la mia vaghezza, die mich allein schon beim Gedanken, che mi fa vaneggiar sol del pensiero, die mich allein schon beim Gedanken in Wahnvorstellungen und in unwegsames Gelände geraten lässt und mit meinem müden Geist etwas verfolgen heißt, was ich nie zu erreichen hoffe. Die emotionale Befindlichkeit des Ichs konzentriert sich im Wort amaro, bitter, im Vers 23 hier. Das Ich ist ein armes Ding, wie Sigmund Freud es nennen wird in seiner Schrift Das Ich und das Es von 1923 in Kapitel 5. Das Ich ist gleichsam eingekreist hier, eingekreist von den Begriffen Desio, Gier, Vaghezza, Sehnsucht, Intendere, Verstehen, Vaneggiare, sich ins Imaginäre verlieren, Pensiero, Gedanke, Mente, Geist und so weiter. Und, also Mente heißt ja Geist und vieles andere, wie wir gesehen haben. Und Sperare, also das sind hier alles die Worte, die hier das Ich gleichsam einkreisen. Desio, Vaghezza, Intendere, Vaneggiare, Pensiero, Mente, Sperare. Zentral sind die Verse 24 bis 28. In ihnen drücken sich die Selbstfindungsversuche des Ichs zwischen Triebhaftigkeit und Reflexivität, zwischen Ich und Du aus und zugleich die Unverfügbarkeit seines Selbst. Seine unüberholbare Selbstüberschreitung ins Imaginäre in Versen 25 und 26. Reflexive Bemühungen, sich über sich selbst klar zu werden, scheinen erst recht in die Irre zu führen, Vers 24, 25. Lamente in den beiden letzten Versen, deren Funktion damit bestünde, eigentlich zwischen dem Ich und der Ratio zu vermitteln, ist müde und verliert sich ins Imaginäre. Das Ich registriert seine äußerst labilen Stimmungsschwankungen, Tante Varietati, wie es woanders heißt, das Ich registriert seine äußerst labilen Stimmungsschwankungen, mit denen es auf das Wechselbad von Anerkennung und Verweigerung Lauras reagiert. Liebe und Hass, Selbstmitleid und Selbsthass, Zorn und Resignation, Euphorie und Verzweiflung wechseln sich so schnell ab im Gefühlshaushalt des Ichs, dass sie ineinander überzugehen scheinen. Cantai or piango, ich sang nun weinte ich. Je piansi or canto, ich weinte nun sing ich. Volo sopra il cielo e giaccio in terra, ne nulla stringo e tutto il mondo abbraccio. Ich fliege hoch zum Himmel und bin am Boden zerstört. Ich drücke das Nichts an mich und umarme die ganze Welt. Das Ich verliert im emotionalen Chaos seiner gemischten Gefühle die Orientierung. Es erlebt sich als so unstet wie die Mondphasen. Ne stato ormai se non quanto la luna. Ich habe keinen Bestand, so wie der Mond. Das Ich erlebt sich als sich selbst entfremdet. Es konstatiert, aber welche Instanz konstatiert dies eigentlich überhaupt noch im Haushalt der Seelenvermögen? Das Ich erlebt sich als sich selbst entfremdet. Es konstatiert eine Spaltung zwischen sich selbst, aber was wäre das Selbst hier überhaupt noch? Und seiner Reflexivität. Da me son fatti miei pensieri diversi, heißt es an anderer Stelle in 29. Meine Gedanken sind mir fremd geworden. Das Cogito garantiert die Identität des Ichs nicht, lange bevor Descartes. Das bedeutet freilich nicht, dass die Dynamik seiner Reflexivität sich abschwächte, ganz im Gegenteil. Das Ich beobachtet sich, wie es in voller Bewusstheit das Falsche tut. In 236 heißt es, io fallo e veggio il mio fallire. Ich gehe sehenden Auges in die Irre. Widersprechende Impulse im Ich führen zuletzt zur völligen Selbstspaltung und Selbstlähmung. Zitat, or qui son lasso e voglio essere altrove, vorrei più volere e più non voglio, e per più non poter fo quantio posso. Es handelt sich um eine Art Selbstlähmung des freien Willens. In Bezug auf den ersten Vers hier, den Vers 9, schreibt Sant'Agata in seinem Kommentar,
dem Kommentar, auf das ich, den ich am Anfang verwiesen habe und aus dem ich zitiere, quasi tutti intendono, also fast alle verstehen diesen Vers 9 hier folgendermaßen. Or sono in questo stato, lasso e voglio essere in altra condizione. Nun bin ich in diesem Zustand, ich arme, und möchte doch in einem anderen sein. Und dann weiter, und möchte stärker wollen und will doch nicht mehr und tue, was ich kann, um nicht mehr zu können, hatten wir gehört. Es scheint hier geradezu, als bestünde die Funktion des Wörtchens io im Verhältnis zu den anderen Seelenvermögen hauptsächlich darin, die innere Widersprüchlichkeit und Unverfügbarkeit des Subjekts, sein mit sich selbst verfallen sein, vorzuführen. Besonders deutlich wird dies ausgerechnet im Anschluss an die große Todeskanzone 268, in der das Ich die schmerzliche Mitteilung machen muss, Madonna è morta, meine Herrin ist tot, im vierten Vers von 268. Schon kurz danach in Kanzone 270 und Sonett 271 aber ist die Rede von neuen Versuchungen Amors, die in der Kanzone 270 vom Ich noch relativ selbstsicher zurückgewiesen werden. In Sonett 271, also kaum ist sie tot, wird nur die neuen Versuchungen durch eine andere Dame, wird nur durch den zufälligen raschen Tod auch dieser neuen Dame unrealisiert bleiben. Wäre diese neue Dame, die ihm schon den Kopf verdreht hat, um das mal etwas lax zu sagen, nicht so bald gestorben, a gran pena in die scampato fora, wäre ich kaum entkommen, heißt es in 271, Sonett 271, Vers 8. Die dann folgenden Sonette 272 und 273 drücken Lebensüberdruss aus, Verzweiflung dann doch wieder über Lauras Tod, Todessehnsucht und die Unfähigkeit, innerlich zur Ruhe zu kommen. Und aus diesem ganzen Gefühlschaos zwischen der Todeskanzone 268 und Sonett 273 zieht dann Sonett 274 eine Art Fazit über die Unverfügbarkeit und den Illusionscharakter des eigenen Bewusstseins. Und mit der Besprechung dieses Zitats schließe ich dann heute ab. E tu mio cor, spricht es also sein eigenes Herz an. E tu mio cor, ancor se pur qual eri, diseal a me sol. In te i segreti suoi messaggi amore spiega, in te i vaghi pensier sarman d'errore. Und du, mein Herz, bist wie immer untreu mir allein, in dir entfaltet die Liebe ihre geheimen Botschaften, in dir wappnen Sehnsuchtsgedanken sich mit Illusionen. Das Ich wirft dem eigenen Herzen, also seinem innersten Selbst, Untreue vor, Vers 5 bis 6. Und zwar nicht Untreue gegenüber einer dritten Instanz, sondern gegenüber dem Ich selbst. Der Verrat vollziehe sich, so fährt das Ich fort, durch geheime Botschaften Amors. Das Ich löst aber auch hier die Allegorie wieder psychologisierend auf, wenn es erläuternd hinzufügt, den Vers 13 im letzten hier, dass die geheimen Botschaften Amors in Wirklichkeit gleichsam hausgemacht, selbst erzeugt sind. Eine Koproduktion seines Herzens und seiner vaghi pensieri, Sehnsuchtsgedanken, die sich im Illusionären verlieren und deren Geheimnis darin besteht, dass sie sich dem Ich nicht voll erschließen und im Schatten des Halbbewussten verbleiben. Ich bin durch die andere und die ganze Welt vermittelt, aber vor allem bin ich auch meine eigene, schwer zu durchschauende, kaum rational zu steuernde Projektion. Aber immerhin reflektiert, dass ich dies im Canzoniere alles selbst kritisch. Und jetzt kommen wir zum nächsten Zitat. Das immerhin reflektiert, dass ich im Canzoniere dies alles selbst kritisch, wenn es auch keinen wirklichen Haltepunkt mehr findet, wo ich sagen könnte, hier ist mein Urgrund, hier bin ich ich selbst, sondern das Ich ist in den vielfachen Vermittlungsbewegungen mit anderen und vor allem mit Laura begriffen und natürlich die Vermittlungen der Instanzen seiner Seelenvermögen, die sich selbst gegenseitig täuschen, die Anima und die Mente, die Ratio täuscht und von Amor wiederum getäuscht wird. Das Ich zeigt sich seiner unhintergehbaren existenziellen Situation
der äußerst beschränkten Verfügbarkeit seiner selbst höchst bewusst. De suo proprio error l'alma s'appaga. Die Seele befriedigt sich, also er meint natürlich seine eigene, an ihrem eigenen Wahn. Or quel che bramo, or quel che vero scorgo. Bald sehe ich, was ich begehre, bald was wahr ist. Am kompaktesten fasst der Begriff des Vaneggiare, den wir schon in einem früheren Zitat hatten, Vaneggiare, diesen Prozess der mehr oder weniger imaginären, mehr oder weniger bewussten, mehr oder weniger triebgesteuerten Welt- und Selbsterzeugung zusammen. Über ein Kriterium, mit dem ein imaginäres von einem realen Selbst zu scheiden wäre, verfügt das Ich nicht mehr. Zitat, il mio valor per se falso s'estima. Mein Wert schätzt sich selbst falsch ein. Wir haben schon gesehen, wie sich im Zusammenspiel der Seelenvermögen substanzielle, rationale und ethische Kriterien dekonstruieren. Hier wird nun klar, welche subjektkonstitutiven bzw. subjektdestruktiven Folgen dies hat. Mit dem Maßstab für eine einigermaßen adäquate, rationale und ethische Welt- und Selbsteinschätzung verliert das Ich auch seine Selbstgewissheit, seine Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit gegenüber anderen, aber auch gegenüber sich selbst. Als das Ich wieder einmal behauptet, es werde sich nunmehr definitiv aus dem Gefängnis der Liebe und der Leidenschaften befreien, fügt es gleich selbst hinzu, dass ihm das nun wohl kaum noch jemand glauben werde, selbst wenn er einen Eid darauf leistete. Or con gran fatica, chi crederà perché giurando il dica, in libertà ritorno sospirando. Und jetzt mit großer Mühe, wer würde es glauben, wenn ich es auch unter Eid sagte, kehre ich seufzend zur Freiheit zurück. Das Ich muss sich selbst eingestehen, dass seine Versuche der rationalen Selbstbeherrschung halbherzig sind und zum Scheitern verurteilt. Ein unzuverlässiges, unglaubwürdiges Ich, das über keine rationalen und ethischen Maßstäbe für die Beurteilung seiner selbst und der Welt mehr verfügt, kann dann natürlich auch anderen keine guten Ratschläge mehr geben. Insofern sind die in den Canzoniere eingefügten Gelegenheitsgedichte wie die Sonette 99 oder 244, wir werden gleich eins davon noch ansprechen, in denen das lyrische Ich einem männlichen, real existierenden Du, einem Freund, erbauliche Ratschläge für ein gottgefälliges Leben erteilt, das ist kaum mehr ernst zu nehmen, worauf das lyrische Ich im nächsten Falle auch selbst hinweist. Wenn si può dire a me, frate, tu vai mostrando altrui la vita, dove sovente fostis marito, te or sei più che mai. Man kann mir wohl sagen, wenn ich anderen Ratschläge gebe, Bruder, du weißt anderen den Weg, von dem du oft und jetzt mehr denn je selbst abgekommen bist. Noch Dante, der in der Mitte seines Lebens komplett vom rechten Weg abgekommen war, wie er am Anfang der Divina Commedia schreibt, hatte keine Zweifel daran, dass er nach seiner Jenseitswanderung anderen den Weg weisen könnte, ja sollte. Petrarca hat diese Selbstgewissheit verloren. Bei ihm hat dieses Zitat auch eine andere Qualität als der in diesem Zusammenhang gern als Quelle zitierte horazische Topos aus den Sermones. Nämlich, dass jemand, der andere, also von Horaz, dass jemand, der andere moralisch belehren will, zunächst einmal Selbsterforschung betreiben und seine eigenen Verfehlungen eingestehen soll, damit er dann so überzeugender wirken kann. Vormoderne Moralisten haben noch keine Zweifel an der Möglichkeit ethischer Selbsterforschung und Selbstsorge, weil sie keinen Zweifel an der Substantialität des Selbst haben, die sich aus der Substantialität normativer Ordnungen herleitet. Und daher bleiben Verstöße gegen diese Normen bei den Moralisten, bei den vormodernen Moralisten, der Antike, Seneca, der erste moderne Moralist wird dann Montaigne sein, bei dem ist das dann schon zum Teil anders. Also bei den vormodernen, traditionalistischen Moralisten, die noch keine Zweifel an der Möglichkeit der Selbsterforschung haben, weil sie keine Zweifel an der Substantialität des Subjekts haben und diese Substantialität des Selbst ja auch aus der Substantialität normativer Ordnungen, höherer Ordnungen herleiten.
Und deswegen sind Verstöße gegen diese Normen bei den traditionellen, vormodernen Moralisten immer nur punktuell und stellen nie das gesamte System in Frage. Bei Petrarca bekommt der alte Topos eine ganz neue Bedeutung, weil ihm die Substanzenmetaphysik weggebrochen ist. Das Ich verliert bei ihm seine vormoderne Selbstsicherheit. Was aber bleibt nach diesem metaphysischen Zusammenbruch? Welchen Weg weist Petrarca dem modernen Subjekt trotz allem noch? Den Weg der illusionslosen und schonungslosen Selbstanalyse, die sich ihrer begrenzten Reichweite bewusst ist und die unter folgendem Dauervorbehalt steht: Se col cieco desir, che il cor distrugge, non mi ingannò io stesso. Wenn ich in blindem Begehren, das mir mein Herz zerstört, nicht mich selbst betrüge. Petrarca ist kein Proto-Postmoderner, der die Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Authentizität und Autosuggestion völlig einrisse und die Instanz des Selbst völlig preisgäbe, wie das Foucault und Derrida im Endeffekt machen. Der Canzoniere zeigt gerade das beharrliche sich Abarbeiten des lyrischen Ichs am eigenen Selbstbewusstsein. Er führt vor, wie das Ich sich trotz allem auf der Spur bleibt. Beziehungsweise er zeigt, dass und wie das Ich gerade in der bewusst gemachten und dennoch unhintergehbaren Spannung zwischen Selbstkonstruktion und Selbstdestruktion, zwischen Autosuggestion und Selbstaufklärung zu seinem prekären und immer vorläufigen Selbst kommt. Diese Spannung führt das Sonett 150 an einem fiktiven Zwiegespräch der Mente mit ihrer Seele vor. Che fai, Alma? Che pensi? Spricht Lamente. Avrem mai pace, avrem mai tregua, oder avrem guerra eterna? Che fia di noi? Antwortet Alma. Non so, ma in quei che io scerna, ai suoi belli occhi, il mal nostro non piace. Mente wieder, che prose con quegli occhi ella ne face di state un ghiaccio un fuoco quando inverna. Anima, ella non, ma colui che li governa. Mente, questo che a noi se la selvede tace. Anima, talor tace la lingua, il cor si lagna ad alta voce, in vista asciuta, lieta, piange, dove mirando altri mol vede. Und dann kommentiert das lyrische Ich am Schluss. Per tutto ciò la mente non s'acqueta, rompendo il duol che in lei s'accoglie stagna, ca gran speranza uom misero non crede. Was tust du, Seele? Was denkst du? Werden wir je Frieden haben? Fragt die Mente die Seele. Werden wir je einen Waffenstillstand haben oder ewig Krieg? Alma oder Anima, was aus uns wird, weiß ich nicht, aber soweit ich sehe, gefällt ihren schönen Augen unser Übel nicht. Die Mente wieder, was nützt, wenn sie uns mit ihren Augen im Sommer zu Eis macht, im Winter zu Feuer? Anima, nicht sie tut dies, sondern der, Amor, der ihre Augen führt. Mente, was bringt uns das, wenn sie sich dabei zusieht und schweigt? Anima, manchmal schweigt die Zunge und das Herz klagt mit lauter Stimme und mit trockenem, fröhlichem Gesicht weint es dort, also das Herz, wo niemand hinsehen kann. Und dann das lyrische Ich kommentiert, trotz allem beruhigt sich der Geist Lamente nicht und der Schmerz, der sich in ihm sammelt und stockt, bricht aus ihm heraus, denn ein elender Mensch glaubt keiner großen Hoffnung mehr. Das Sonett ist einer jener mannigfaltigen Belege im Canzoniere, in denen die Überwindung der alten allegorischen Psychomachie, also Seelenkampf, dokumentiert ist und modernere Weisen der Seelenerforschung erprobt werden. Hier in der Form eines inneren Monolog bzw. Dialogs. Lamente, die erst in Vers 12 genannt ist und deren komplexe Vermittlungsfunktion zwischen Seele und Ratio wir ja schon studiert haben. Lamente also beginnt das Gespräch in Vers 1 und spricht die Seele an, Che fai, Alma. Die Seele antwortet in Vers 3, dann Lamente wieder in Vers 5 und so weiter. Wir haben das gesehen auf dem Höhepunkt, den zentralen Versen 7 und 8. Wechselt die Sprecherin stichomythisch von Vers zu Vers, wie man das in der Dramentheorie sagt, wenn der Sprecher von Vers zu Vers wechselt, bevor im ganzen ersten Terzett die Seele das letzte Wort zu haben scheint. Im zweiten Terzett tritt das lyrische Ich allerdings kommentierend aus der Dialogszene heraus und relativiert die letzte Aussage der Seele.
die Zuordnung der Aussagen zu den verschiedenen Instanzen, Mente, Seele, lyrisches Ich, insbesondere in den beiden Terzetten, ist übrigens durchaus umstritten. Ich hoffe, durch folgende Ausführungen meine Anordnung plausibel machen zu können. In Vers 1 fragt Lamente die Seele zuerst nach ihren Gedanken, woraus erneut klar wird, dass der eher reflexiven Mente die eher weniger reflektierten sogenannten Gedanken der Seele zum Teil verschlossen bleiben. Lamente fragt in Vers 2, ob denn ewig Krieg herrschen werde und meint damit den Liebeskrieg mit Laura, aber so deutet es zumindest die Seele in ihrer Antwort in Vers 3 vielleicht auch das konfliktuelle Verhältnis zwischen Mente und Seele. Die Seele nämlich, die ist eher unbekümmert, die ist nicht so reflektiert wie die Mente. Die Seele nämlich eher unbekümmert antwortet in Vers 3 und 4, dass sie nicht wisse, sie es auch gar nicht weiter interessiere, wie es in ihrem Verhältnis zu Lamente weitergehe, dass aber ihrer Meinung nach die Augen Lauras Anzeichen von Pietà, vielleicht sogar von Liebe zeigten. Lamente bleibt in Vers 5 und 6 skeptisch und stellt den Spekulationen der Seele nüchtern die Kosten-Nutzen-Rechnung gegenüber. Que pro? Was bringt's? Mehr als ein paar kokette Blicke hätten Seele und Mente noch nicht geerntet. Aufschlussreich für die prekäre Vermittlungsfunktion der Mente zwischen Rationalität und Emotionalität ist dabei, dass Lamente, die auf der rationalen Ebene Dissens mit der Seele ausdrückt, in Vers 6 und 12 bis 13 in emotionaler Hinsicht den Gefühlsaufruhr der Seele teilt. Die Seele fährt in Vers 7 fort, dass für dies alles ja nicht Laura verantwortlich sei, sondern Amor. Und nun folgt der interessanteste Vers des Sonetts. Lamente stellt in Vers 8 erneut die Frage nach dem Nutzen und fügt begründend hinzu, dass Laura ihren eigenen Blicken, von denen die Seele annimmt, sie seien durch Amor ferngesteuert, ja offenbar wort- und emotionslos zusieht. Die sich selbst reflektierende Bewegung des Blickes wird durch die reflexive Konstruktion Ella Selvede in Vers 8 gespiegelt. Wörtlich, sie sieht es für sich. Durch den distanziert unnahbaren Blick Lauras auf ihre eigenen Blicke, oder sagen wir mal die Reflexion Lauras auf ihre eigenen Blicke, wird die Allegorie Amors aufgehoben und als Dynamik des Selbstbewusstseins neu gedeutet. In Laura spiegelt sich vielleicht ein ähnlicher kritischer Dialog zwischen Lamente und ihrer Seele ab wie im Ich. Lamente als Vermögen der Selbstprojektion in Zukunft, Vergangenheit und in die Imagination legt in Vers 8 ihr eigenes Verfahren der reflexiven und asymmetrischen Wechselprojektion von Ich und Du offen. In den Terzetten dann. Im ersten Terzett beharrt die Seele auf ihren Autosuggestionsversuchen. Es sei ja nun manches Mal so, dass jemand sich äußerlich nichts anmerken lasse, im Herzen aber Tränen der Liebe vergieße und dies könne sehr wohl bei Laura auch der Fall sein. Im zweiten Terzett kommentiert dann das lyrische Ich, dass diese Illusionen der Seele die skeptische Mente nicht beruhigen könnten, da ihr die geweckten Hoffnungen zu unrealistisch erscheinen. Ganz im Gegenteil gibt sich Lamente offen ihrem Schmerz und ihrer Verzweiflung hin. Von der Seele ist nicht mehr die Rede, doch implizit ist anzunehmen, dass sie ihren Illusionen weiter nachhängen wird. Die Begriffsbewegung in diesem inneren Dialog drückt das innerste Konstruktionsprinzip des Canzoniere aus, die Darstellung und Analyse der Ambivalenzen der Selbstbewusstseinsdialektik zwischen Reflexivität und Emotionalität, Realitätskonstruktion, Selbstprojektion, Projektion des oder der anderen, Wunschdenken, Hetero- und Autosuggestion, halbbewusstem Selbstbetrug, Illusionierung und selbstkritischer Desillusionierung, welche allerdings die Kritik und Selbstkritik ermangelt verlässlicher Kriterien für ihre Kritik. Und die Lyrik ist das Medium, das diese Ambivalenzen bei Petrarca
im frühmodernen menschlichen Subjekt modelliert und reflektiert und potenziert. So, meine Damen und Herren, nach dieser kleinen Pause fahren wir fort mit dem letzten Kapitel im Petrarca, Oberkapitel Lyrisches Ich. Als lyrisches Ich inszeniert und analysiert das Ich sich gleichsam von außen. Das ist also zu unterscheiden zwischen dem Ich und dem lyrischen Ich. Das letzte Kapitel war ja das Ich-Kapitel. Jetzt kommen wir zum lyrischen Ich. Das lyrische Ich hat den höchsten Reflexivitätsgrad aller Bewusstseinsinstanzen. Und deswegen findet das lyrische Ich auch in diesem Schema, das ich Ihnen immer wieder gezeigt habe, keinen Platz, weil dazu eine dritte Dimension eröffnet werden müsste, die nochmal über das Ganze reflektiert, was da sich abspielt. Dichten ist also Ausdruck der existenziellen Verfasstheit des Ichs. Beide, Lyrik und Ich, haben die gleiche Struktur der Verstreutheit, der Uneinheitlichkeit, wie die berühmten ersten Verse des Canzoniere und ein Vers aus der Canzone der Naturwunder belegen, wie wir jetzt sehen werden. Also die berühmten ersten Verse: Voi ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri und io nudriva, nudrivo il core in sul mio primo giovenile errore quand'ero in parte altruon da quel che sono del vario stile in ch'io piango e ragiono spero trovar pietà nonché perdono. Ihr, die ihr in verstreuten Versen den Ton hört jener Seufzer, mit denen ich mein Herz nährte in meinem ersten jugendlichen Irren, als ich zum Teil ein anderer war, als ich jetzt bin, nicht nur Nachsicht, sondern Mitleid hoffe ich zu finden, Mitleid mit dem wechselhaften Stil, in dem ich weine und spreche. Und das andere Zitat, Laurent, also hier bezog sich das Sparse und Vario auf Rime und Stile, also auf sein Dichten, und jetzt bezieht sich das Sparso und dann anderes Adjektiv auf das Ich selbst. Laura, furando il cor che fu già cosa dura, e metene un cor son diviso e sparso. Laura raubte mir das Herz, das einst hart war und mich zusammenhielt, wo ich jetzt zerteilt und verstreut bin. Im ersten Vers des Canzoniere also hier charakterisiert das lyrische Ich seinen Gedichtzyklus insgesamt bescheiden als rime sparse, verstreute Verse. Im letzten Wort des zweiten Zitats hier unten verwendet das lyrische Ich das Wort sparso zur Beschreibung der existenziellen Befindlichkeit des Ichs selbst. Im fünften Vers des ersten Zitats und im zweiten des anderen Zitats bezeichnet das lyrische Ich seinen Stil als vario, wechselhaft, und sein Ich als diviso, zerteilt. Das Ich und sein Dichten ermangeln offensichtlich der inneren Einheit. Dieser Mangel ist sowohl vor dem Hintergrund klassischer Poetiken wie vor moderner Subjekttheorien zunächst negativ zu werten. Bei Petrarca unterläuft aber eine semantische Gegenbewegung das scheinbar zuerst Gemeinte und lässt es nicht negativ, sondern ambivalent erscheinen. Bevor Laura das Herz des Ichs geraubt, herausgerissen hat, lesen wir im zweiten Zitat, war sein Herz hart und garantierte dadurch zugleich seine innere Einheit. Durch die Liebe verlor das Ich sein inneres Zentrum. Die innere Einheit des noch nicht liebenden Ichs ging einher mit der Härte seines Herzens. Bleibt das Ich bei sich, so versteinert und erstarrt es. Das Herz als Sitz der Seele bleibt nur lebendig, wenn das Ich seine innere Einheit in der Öffnung zum Du preisgibt. Das Ich kommt überhaupt erst zu sich selbst, indem es seine Einheit verliert. Traditionelle moralistische Lehren der Selbstsorge, wie die Senecas, haben für Petrarca ihre Gültigkeit verloren. Parallel und homolog zur Abwertung der klassischen Moralistik und ihres Identitätskonzepts verläuft die poetologische Umwertung des klassischen Einheitspostulats. Die Bezeichnung des Gedichtzyklus als rime sparse oder auch rerum vulgarium fragmenta
so Petrarchas eigener Titel, Fragmente in der Volkssprache, also Rimes Parse oder Fragmenta, verweist zum einen auf die Tatsache, dass Petrarca im Canzoniere einzelne Gedichte sammelt, die er seit seiner Jugend geschrieben hat. Zum anderen aber wirken der Ausdruck Rimes Parse und auch die Charakterisierung seines Stils als Vario vor dem Hintergrund der minutiösen Durchkomponiertheit des monumentalen Werks als nicht ganz ernst gemeinte Bescheidenheitstopoi. Die Raffinesse Petrarchas liegt freilich darin, dass er die klassische Struktur des Bescheidenheitstopos wiederum unterläuft und auflöst. Traditionell meint ein Dichter im Bescheidenheitstopos das Gegenteil dessen, was er sagt. Also etwa, ich sage zwar, dass meine Gedichte nuge Kleinigkeiten sind, so Catull in seinen Carmina oder auch Petrarca selbst in Briefen. Und das sage ich, um die Leser wohlwollend zu stimmen. Aber eigentlich wäre ich doch froh, wenn mir die Leser nach ihrer Lektüre lebhaft widersprechen und sagen, nein, 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 also das sind jetzt keine Kleinigkeiten. Bei Petrarcas Ausdrücke Rimes Parse und Varios Stile funktionieren semantisch aber anders als diese klassische Bescheidenheitstopoi. Er meint das, was er sagt, auch ganz wörtlich und tendenziell schon wertneutral beziehungsweise sogar positiv, als Verweis auf die Vielfalt der metrischen und stilistischen Formen und die Vielfalt der emotionalen Nuancen und Differenzierungen, die der Canzoniere gestaltet und die sich eben nicht mehr so einfach zur Einheit fügen, wie zum Beispiel Dantes viel weniger komplexer Gedichtzyklus Vita Nova. Schon Petrarca beginnt das Wertkriterium der inneren Einheit eines Ichs und seines dichterischen Werkes in Frage zu stellen, indem er die Möglichkeit dieser Einheit selbst in Frage stellt. Nuoto per mar che non affondo riva, solco onde in rena fondo e scrivo in vento. Ich schwimme durch ein Meer ohne Grund noch Ufer, ich pflüge Wellen und baue auf Sand und schreibe in den Wind. Es ist leicht, zumindest die drei Satzglieder des zweiten Verses hier, je für sich als ehrwürdige, teilweise sprichwörtliche Vanitatum, Topoi zu erweisen. Alles ist eitel, leer und nichtig. Wichtiger ist aber, wie Petrarca die alten Topoi hier umfunktioniert zum Ausdruck einer unerhörten existenziellen Erfahrung. Traditionell waren die Topoi in die semantische Opposition Sinnloses versus Sinnhaftes tun, eingebunden. Also Wellenpflügen, auf Sand bauen und in den Wind schreiben ist sinnlos. Also tue was Sinnvolleres. Und die religiösen Weisheiten oder der gesunde Menschenverstand forderten eine Orientierung am positiven Pol der Oppositionen. Also am Sinnhaften und nicht am Sinnlosen. Durch Vers 3, aber also diesen ersten Vers hier, löst Petrarca diese Topoi aus dem Gegensatz zusammen heraus und verabsolutiert den Pol des Sinnlosen, Substanzlosen. Wenn das lyrische Ich in Vers 3, also in dem ersten hier, seine existenzielle Situation als Schwimmen in einem Meer ohne Grund noch Ufer beschreibt, so spielt es auf Lo Gran Mar de l'Essere, das große Meer des Seins, an, die Metapher, mit der Beatrice in Paradiso 1 ihrem früheren Liebeslyriker Dante, den sie nun durchs Paradiso führt, die göttliche Ordnung des Kosmos veranschaulicht. Lo gran mar del essere. Beatrice führt Dante zu seinem Seelenheil in der göttlichen Totalität des Seins. Durch Laura verliert Petrarcas Ich die Orientierung im Meer des Seins und damit in sich selbst. Sein Ich erlebt sich selbst als abgründig, orientierungslos und sein Schreiben und Dichten als grundlos, haltlos und folgenlos. Das Ich wie sein Werk haben ihr Fundament verloren, ihren Ursprung, der sie zu einem Ziel tragen könnte. Dennoch dichte das Ich weiter.
Doch wozu? In seiner Jugendzeit hatte das lyrische Ich erwartet, durch das Bedichten sein Begehren sublimieren und vermindern zu können. Zitat: Nel cominciar credia, also credevo, trovar parlando al mio ardente desire qualche breve riposo e qualche tregua. Anfangs glaubte ich, durch Sprechen, also Dichten, meinem heißen Begehren eine kurze Ruhepause, Waffenstillstand zu verschaffen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Nächstes Zitat. Che il dir min fiamma e pugne, punge, ne per mio ingegno trovo il gran fuoco della mente scemo. Denn das Sagen, also das Dichten, entflammt und stachelt mich auf, und auch durch mein dichterisches Talent schwächt sich mein heißes inneres Liebesfeuer nicht ab. Das Dichten verselbstständigt sich nicht, es tritt nicht kompensatorisch an die Stelle der Realität, nicht sublimiert es seinen heißen Trieb in höheres Dichten, sondern das Dichten bleibt in die Dialektik des Selbstbewusstseins eingebunden. Der Durchgang durch die lyrische Versprachlichung führt zu höherer Bewusstheit, das schon, aber auch zur Intensivierung des Amor-Geschehens, das dann wiederum das dichterische Projekt vorantreibt. Im nächsten Zitat, ma pur convien che l'alta impresa, da ist sie schon wieder, segua continuando l'amorose note, si possende il voler che mi trasporta. Doch weitergehen muss die hohe Unternehmung und die Liebesverse fortschreiben. So mächtig ist das Wollen, das mich fortschreist. In der Wechseldynamik zwischen Erleben und Bedichten wird das Ich, wie es hier im letzten Vers heißt, zum Spielball eines unpersönlichen Wollens, in dem es modelliert und über sich selbst hinausgetrieben wird. Das Ich und sein Werk werden zum offenen, unabschließbaren Prozess, dessen Einheit immer erst im Nachhinein konstruiert und zugleich wieder destruiert wird. Immer vorläufig bleibt diese Einheit. Dennoch tritt das lyrische Ich hier in einen offenen Überbietungswettbewerb mit Dante, indem es sein Werk in Anlehnung an Inferno 2, Alta Impresa, hohe erhabene Unternehmung, nennt. Sonett 235, was wir jetzt ansehen, fasst die prekäre existenzielle Situation des Ichs, seine Verstricktheit in sein Dichten und sein Wetteifern mit Dante in eine raffinierte Variation der alten Allegorie vom Leben und Dichten als Schiffsreise. Nächstes Zitat. Das lyrische Ich lässt hier den schwachen Kahn seines Ichs und seines Dichtens im Ozean seiner selbst fast Schiffbruch erleiden. Zitat. Ma lagrimosa pioggia e fieri venti d'infiniti sospiri or l'anno spinta l'anno, also la debile mia barca, che nel mio mar orribil notte verno. O valtrui noie a sé dolie tormenti porta e non altro già da l'onde vinta disarmata di vele di governo. Aber Tränenregen und Sturmwinde unendlicher Seufzer haben meinen schwachen Kahn dort hinausgetrieben. Nun, da schreckliche Nacht und Winter in meinem Meere herrschen, dort hinausgetrieben, wo er andere stört und sich selbst Schmerz und Leiden zufügt. Und nichts anderes besiegt schon von den Wellen, seiner Segel und des Steuerruders beraubt. Vor Petrarca wurde die Allegorie von der Dichtung als Schiffsreise gattungsspezifisch in der Weise variiert, dass die Epik mit einem großen Schiff assoziiert wurde, also Homer und Vergil, Ilias, Aeneas. Also die Epik wurde traditionellerweise mit einem großen Schiff assoziiert, das übers weite Meer segelt, die Lyrik dagegen mit einem kleinen Boot auf einem Fluss. Wir haben das schon bei Dante gesehen und darauf verwiesen, auf Ernst Robert Curtius Buch Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, wo man solche Allegorien und Topoi finden kann. Wir haben ebenfalls am Ende des Dante-Kapitels gesehen, wie Dante eher noch im traditionellen Rahmen des Topos bleibt, wenn auch in ungewöhnlich unbescheidener Selbstübersteigerung
seines dichterischen Ingeniums. O voiges jede in Piccioletta Barca und so weiter, ihr, die ihr in einem kleinen Bötchen meinem Riesenschiff hinterher zu fahren versucht, gebt's auf, kleine Geister verstehen mich nicht, kommen mir nicht hinterher. Petrarca aber fährt mit dem schwachen Kahn seiner Lyrik, wie es hier in Vers 7 und 10 heißt, aufs hohe Meer hinaus. Selbstbewusst nimmt er für seine verstreuten Verse die Würde der erhabenen Gattung des Epischen in Anspruch. Andererseits scheint der von Dante warnend prophezeite Schiffbruch des kleinen Schiffchens hier nun tatsächlich unmittelbar bevorzustehen. Doch raffiniert wird hier das unmittelbare Bevorstehen des Schiffbruchs gleichsam auf Dauer gestellt. Das aufgepeitschte Meer, auf dem das lyrische Ich fährt, ist, wie wir auch schon mal gesehen haben, hier in Vers 11, sein eigenes Ich. Das Ich fährt auf dem aufgepeitschten Meer, was sein eigenes Ich ist, das lyrische Ich. Womit zugleich die Reflexivität der lyrischen Gattung ins Bild gefasst wird. Den anderen, oder auch für Laura ein Ärgernis, wie es in Vers 12 heißt, bedichtet das lyrische Ich unter Schmerzen die nächtlichen Winterstürme seiner undurchsichtigen Emotionalität immer am Rande des Schiffbruchs, ohne Segel und noch Steuerruder, immer kurz vor dem endgültigen Verstummen. Und dennoch, solange es dichtet, solange es von seinen emotionalen Stürmen nicht verschlungen wird, schiebt es seinen Schiffbruch auf, und in diesem Aufschub, in dieser Differenz, wie Derrida gesagt hätte, liegt seine Würde. Das lyrische Ich ist sich sehr wohl bewusst, dass das Besprechen, Bedichten seiner inneren Zerrissenheit seine Einzigartigkeit und Unvergleichbarkeit dokumentieren. Nächstes Zitat. Gli occhi di chi io parlai si caldamente, e le braccia, e le mani, e i piedi, il viso, che m'avean sì da me stesso diviso, e fatto singolar dall'altra gente, und so weiter. Die Augen, über die so warm ich sprach, die Arme, Hände, Füße, das Gesicht, die mich so sehr gespalten von mir selbst und einzig unter den Menschen werden ließen. Hier und im vorigen Zitat auch wurde deutlich, dass Petrarca nicht nur über eine implizite, sondern auch eine explizite Poetik des modernen Subjekts verfügt. Und am deutlichsten wird dies im folgenden Zitat, wieder aus der wichtigsten poetologischen Kanzone Nummer 73, in dem Petrarca mit dem einleitenden Wort Dico eine doktrinale Passage ankündigt. Hier gibt er, kaum noch poetisch verhüllt, einen geschichtsphilosophischen Abriss der Dialektik von Dichtung und Subjekt. Dico, se in quella etate, che al vero onor fur gli animi si accesi, l'industria da quanti uomini s'avvolse per diversi paesi, poggi ed onde passando, e l'onorate cose cercando, il più bel fior ne colse. Poi, che Dio e natura e amor volse locar compitamente ogni virtute in quei bei lumi on Dio gioioso vivo, questo e quell'altro rivo non convien hier trapasse, termute. Ich aber sage, also doktrinale Passage, es heißt, dass in jener Zeit, als die Geister noch innig von wahrer Ehre entflammt waren, der Tatendrang mancher Männer sich auf ganz verschiedene Länder erstreckte, Berge und Wellen überquerte, die ehrenvollen Dinge suchte und deren schönste Blüte pflückte. Nun aber, da Gott und Natur und Amor jede Tugend in jenen schönen Augen Lauras, in denen froh ich lebe, ansiedeln wollte, ist es nicht mehr nötig, dass ich diesen und jenen Fluss überquere und durch fremde Länder ziehe. Das klingt am Anfang etwas rätselhaft, ich werde es Ihnen jetzt hier versuchen zu übersetzen sozusagen. Die Passage gliedert sich in zwei Teile. In Vers 31 bis 36 beschreibt das lyrische Ich
die Bewusstseinsform und indirekt auch die Poetik einer nicht näher bezeichneten Vorzeit. Und ab Vers 37 beschreibt das lyrische Ich die Bewusstseinsform und indirekt auch die Poetik seiner Moderne. Konstitutiv für das frühere Bewusstsein sind demnach der Er-Begriff in den Versen 32 und 35 und ein nach außen zur Tathandlung gerichtetes Streben in den Versen 33 bis 36. Ehre meint hier das innige Verstricktsein eines Menschen oder lieber oder eher gemeint ist eines Mannes in die Identitätsmuster und Ideale der Gesellschaft, der er angehört und die er zu vertreten und zu verteidigen hat. Und der auf ehrenvolle Dinge in Vers 35, 36, der auf ehrenvolle Dinge gerichtete Tatendrang mancher Männer in Vers 33 erinnert an kriegerische Unternehmungen oder auch an Aventüren mittelalterlicher Epenhelden. Eine Aventüre ist eine Bewährungsprobe, die der Held sucht, die aber auch, wie es die Etymologie verrät, Adventura, es wird auf dich zukommen, es wird auf einen zukommen, die also eine Bewährungsprobe, die auf den Helden, auf den auserwählten Helden auch zukommt, die er sucht und die auf ihn zukommt, und an der er diese Aventüre, also ein Kampf meistens mit einem Ungeheuer vielleicht oder so etwas, an der der Held die Werte seiner Gemeinschaft, die auch die seinen sind, bestätigt und bekräftigt. Das Pflücken der schönsten Blume in Vers 36 meint den Ehrenpreis der Wertschätzung durch die edle Dame und zugleich das Bedichten des heldischen Geschehens im Epos. Es liegt nahe, hier Parallelen zu Denkfiguren aus der Hegelschen Ästhetik oder Theorie oder der Theorie des Romans von Georg Lukács zu finden. Ich möchte aber betonen, ich habe ja schon öfters auf Hegel rekurriert, dass diese meine Lektüre des Canzoniere keine hegelianische Lektüre Petrarkas ist, sondern dass Hegel und Lukács Denkfiguren Petrarkas aufgenommen und weiterentwickelt haben. So viel zu dem ersten Teil dieser Passage. Das moderne Bewusstsein dann im zweiten Teil ab Vers 37. Das moderne Bewusstsein, für das exemplarisch natürlich das lyrische Ich selbst einsteht, ist weniger nach außen gekehrt als nach innen, wie die letzten Verse es ausdrücken. An die Stelle des alten, antiken, mittelalterlichen Ehrbegriffs und seiner auf Tathandlungen gerichteten, gemeinschaftsstiftenden Funktion tritt die Analyse der Selbstbewusstseinsdialektik zwischen Ich und Du, Quae Bei Lumi, Vers 38, 39, und Io Gioioso Vivo, jene schönen Augen, in denen froh ich lebe. Dort, im offenen Prozess der wechselseitigen Subjektkonstitution, findet sich nun jede Tugend, Vers 38. Also das Wesen des Menschseins selbst. Nicht mehr in Tathandlung, sondern in der Selbstbewusstseinsdialektik, die dann auch zum Dichten führt. Und die dieser jetzt privatisierten Bewusstseinsform im Gegensatz zu der antiken oder mittelalterlichen, diese privatisierte Bewusstseinsform hat eine adäquate Form des Dichtens, und zwar das Lyrische und nicht mehr das Epische. Wenn aber, wie es in Vers 37 heißt, Gott, Natur und Amor diesen Bewusstseinswandel und Wandel in der dichterischen Ausdrucksform bewirkt haben, bedeutet dies zugleich, dass Gott, Natur und Amor sich in diesem Prozess selbst gewandelt haben. Die Singularform des Verbs wollse, wollte, Vers 37, beziehungsweise in der Übersetzung 39, die Singularform des Verbs wollse, das sich auf alle drei Substantive bezieht, kann dem Reim geschuldet sein. Kann aber auch bedeuten, dass in der Moderne alle drei Begriffe, Gott, Natur und Amor, in eins fallen. Auch bei Thomas von Aquin und Dante waren die Begriffe Gottes, der Natur und Amors letztlich gekoppelt.
Amor meinte da aber in letzter Instanz noch die Bewegungsenergie des Kosmos und seine göttlichen Gesetze. Nun, bei Petrarca ist Amor säkularisiert zur Dialektik des Selbstbewusstseins. Die Götter des modernen Menschen sind sein Ich und sein Du, und die überzeitliche Natur des Menschen verflüchtigt sich in den offenen Prozess seiner Selbstsuche und der Poetik seiner selbst. Nächstes Zitat. Tutte le cose di quel mondo è adorno uscir buone de man del mastro eterno, ma me, che così adentro non discerno, abbaglia il bel che mi si mostra intorno. E sal vero splendor giammai ritorno, l'occhio non può star fermo, così l'ha fatto infermo, pur la sua propria colpa e non quel giorno, che volsi in vera angelica beltate nel dolce tempo della prima etate. Alles, was die Welt ziert, ging gut aus den Händen des ewigen Meisters hervor. Aber mich, der ich das Innerste nicht erkennen kann, blendet das Schöne, das sich mir ringsum zeigt. Und wenn ich je zum Glanz des Wahren zurückkehre, kann mein Auge ihn nicht aushalten. So schwach ist es geworden, durch seine eigene Schuld und nicht etwa durch jenen Tag, an dem ich mich der engelsgleichen Schönheit zuwandte in der süßen Jugendzeit. Alles Existierende, außer dem Ich, wurde von Gott gut erschaffen, wie es in den ersten beiden Versen heißt. Das heißt, Gott schuf die Natur der Dinge, ihre überzeitliche Essenz, an der sie zu messen sind. Und Gott wies den Dingen der Natur ihnen ihren gebührenden Platz in der Weltordnung zu. Dies galt laut alttestamentarischem Schöpfungsbericht anfangs auch für den Menschen, der dann zwar durch den Sündenfall die Weltordnung empfindlich störte, was aber durch Jesu Erlösungstat wieder geheilt wurde. Das lyrische Ich aber verantwortet in Vers 48 einen zweiten, nunmehr endgültigen Sündenfall aus der göttlichen Weltordnung. Die Welt und seine Mitmenschen und es selbst sind ihm glänzende und täuschende Oberfläche geworden. Sein Auge, sein Erkenntnisvermögen ist zu schwach, um zum Wesen des Seienden vorzudringen. Es kann sich nicht mehr im Glanz der göttlichen Wahrheit beruhigen, wie es in Vers 43 bis 47 heißt. Immerhin bei Dante kann sich zumindest in den letzten Versen des Paradiso noch im Glanz der göttlichen Wahrheit beruhigen. Das lyrische Ich Petrarcas nicht mehr. Damit wiederholt Petrarca nicht nur einfach den alten Topos von der Unzulänglichkeit der menschlichen Erkenntnis für die tiefsten Wahrheiten des Seins. Er nimmt die Schuld für den Verlust der metaphysischen Dimension auf sich selbst und weigert sich zugleich in Vers 48-49 die Schuld auf ein zufälliges, wenn auch folgenschweres Ereignis zu schieben, wie das erste Zusammentreffen mit Laura. Ein punktuelles Ereignis hätte keine metaphysischen Konsequenzen, es wäre reversibel. Dagegen ist das, was Petrarca oder das lyrische Ich hier schildern, irreversibel, diese Entwicklung. An seiner neuen Selbstverantwortung trägt das Ich zwar schwer, was sich in massivem Schuldbewusstsein äußert hier. Aber das Ich bereut nichts. Es steht selbstbewusst zu seiner Schuld und Verantwortung und wertet seine Schuld damit um und wertet sie auf, wie auch das Selbstzitat im letzten Vers zeigt, dem letzten Vers der Canzone überhaupt. Diese Strophe stammt aus der Zitatenkanzone 70, welche aus 5 Strophen besteht, deren erste 4 mit dem Anfangsvers einer Canzone von Petrarcas berühmten lyrischen Vorgängern Arnaud Daniel, das ist inzwischen umstritten, aber egal, Guido Cavalcanti, Dante und Cino da Pistoia enden. Also 4 Strophen, die mit einem Anfangsvers einer Canzone von Arnaud Daniel, Cavalcanti, Dante und Cino da Pistoia enden. An den Schluss dieser Canzone aber setzt Petrarca nun ausgerechnet den Anfangsvers seiner eigenen Canzone 23,
nel dolce tempo della prima etade, der erotischsten aller Kanzonen, die, wir haben es gerade noch mal gehört, mit der imaginierten Szene der unbekleideten Laura in der Quelle geendet hatte und mit dem Bedauern darüber, dass das Ich nie als Goldregen sein Liebesfeuer in ihr hatte löschen dürfen, wie Jupiter in Danae. In der Canzone 70 hier, die keinen eigenen Congedo, das ist die kürzere Schlussstrophe von Canzonen, hat, also diese Canzone 70 hat keinen eigenen Congedo, und so erfüllt dieses Selbstzitat die Funktion des Congedos anderer Canzonen. Da Congedi oft poetologische oder andere Reflexionen auf die Canzone selbst enthalten, kann ich in diesem Selbstzitat hier keineswegs den Widerruf einer früheren, sinnlicheren Dichtungsphase sehen, wie viele platonisierende Kommentatoren. Petrarca tritt in einen Überbietungswettbewerb mit seinen illustren Vorgängern, Arnaud Daniel, Cavalcanti, Dante und Cino da Pistoia. Er tritt sogar in einen Überbietungswettbewerb mit sich selbst ein, wo er sich hier zitiert. Aber er widerruft keine seiner Gedichte, die er in den Canzoniere aufnimmt. Und schon gar nicht die Canzone 23, aus der der letzte Vers hier stammt. Die Canzone 23, eine seiner komplexesten und schönsten Canzonen. Vielmehr signalisiert das lyrische Ich durch das Selbstzitat am Ende der Canzone 70, dass in der süßen Jugendzeit ein Prozess der Selbstbildung im Dichten in Gang kam, der nicht mehr aufzuhalten war und in dem sich alle metaphysischen und poetischen Selbstgewissheiten auflösen sollten. Der ewige Meister aus Vers 42 hier ist für das Ich nicht mehr zuständig. Das Ich erschafft sich durch seine Dichtung selbst. In der folgenden Canzone 71 zieht das lyrische Ich das Fazit, dass die Dichtung die einzige Form des Fortlebens nach dem Tode verheißt. Das nächste Zitat. Onde parole d'opere escondi me si fatte allor, ch'io spero farmi immortal, perché la carne moia. Darum gehen aus mir dann Worte und Werke solcher Art hervor, dass ich hoffe unsterblich zu werden, auch wenn das Fleisch stirbt. Die Dichtung wird immer mehr schon zur einzigen Form des Fortlebens nach dem Tode bei Petrarca. Ich komme zum Schluss. Petrarcas Canzoniere ist die erste literarische Darstellung des modernen Bewusstseins. Der Canzoniere enthält implizit eine dreipolig dialektische Anthropologie, in der die Ratio ihre Leitfunktion und ihre Rückbindung an ein transzendentes Prinzip verloren hat. Zentrum in der Dynamik der Seelenvermögen ist die Emotionalität, die Seele, die zwischen Triebhaftigkeit und Reflexivität sowie zwischen Ich und Du vermittelt. An die Stelle der traditionellen Mythen und Allegorien und Psychomachien, welche psychische Phänomene auf überpersönliche Mächte zurückführten, tritt bei Petrarca die psychologische Selbstanalyse, die das Selbst nunmehr erst definitiv seiner eigenen Verantwortung ausliefert, da es über allgemein verbindliche Kriterien der Selbstsorge nicht mehr verfügt. Petrarca ahnt den Zusammenbruch der Substanzenmetaphysik, den Verlust der Ursprünge und vorgegebenen Ziele voraus und er stellt das moderne Subjekt vor die Alternative des Credo quio absurdum. Ich glaube trotzdem daran, obwohl es mir oder gerade weil es mir absurd scheint. Also die Alternative des Credo quia absurdum oder der illusionslosen Selbstanalyse, die keinen Grund und Boden im Selbst mehr findet. Petrarca stellt die Funktionsweise der Dialektik der Aufklärung im Einzelsubjekt dar. Also Dialektik der Aufklärung im Sinne von Adorno und Horkheimer 1944. Petrarca zeigt, wie der Prozess der Autonomisierung
Verinnerlichung, Individualisierung einhergeht mit dem Verlust der vormodernen Selbstsicherheit. Die vormoderne Selbstsicherheit war überpersönlichen Mächten verdankt. Das zur Freiheit erwachte moderne Subjekt ist ein schwaches, verängstigtes, verstreutes Ich, das die volle Verantwortung für seine eigene Freiheit nicht tragen kann, weil es über sich selbst und die verschiedenen Schichten seines Bewusstseins nicht verfügt. Es erlebt sich das moderne Ich als Projektion seiner selbst und der anderen, als ausgespannt zwischen Auto- und Heterosuggestionen und erfährt gerade darin seine Einzigartigkeit. Das Gefühl der Selbstentfremdung gemischt mit trotzigem Selbstbewusstsein des schöpferischen Ichs, das sich in seiner inneren Zerrissenheit selbst modelliert und auf eine höhere Stufe der Bewusstheit hebt, ohne volle Verfügungsgewalt über sich zu erhalten. So könnte die Formel des modernen Menschen lauten, dem Francesco Petrarca in seinem Canzoniere erstmals dichterische Gestalt gab.